Männer in Frauenkleidern faszinieren Menschen seit jeher. In Dreiskirchen luden die herrlichen Damen das Publikum mit ihrem Programm Zart zu einem künstlerischen Sidestep in die Klassik ein. Für herzhaftes Lachen und viel Sinnlichkeit war gesorgt. Was mit Marion und Michelle begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einem mittlerweile 7 Personen starken Showunternehmen der Spitzenklasse entwickelt. Travestie auf höchstem Niveau. Der Schwerpunkt bei der Travestie ist die Kunst der Verwandlung. Das heißt, wir schlüpfen in einer 2-stündigen Show in viele unterschiedliche Rollen und das ist sehr interessant, spannend und auch eine Herausforderung. Ja, Travestie kommt ja von Verkleidung, habe ich ein bisschen nachrecherchiert. Fühlt ihr euch noch verkleidet? Ja, es ist mehr die Verwandlung. Also Verkleidung ist vielleicht ein bisschen ein Überthema, aber wir sehen es nicht als Verkleidung, sondern wir versuchen schon, diese Person, sei es eine Star-Imitation zum Beispiel, den Star nachzuimitieren oder sei es ein gebildeter Charakter, wirklich auch den Charakter zu entwickeln und sich da auch hinein zu versetzen. Also das ist mit Verkleiden alleine nicht abgetan, sondern da muss man schon ein bisschen mehr daran arbeiten. Das ist dann die Kunst der Travestie, wo es wirklich darum geht, dass man in verschiedene Personen schlüpft zur Gänze. Nicht nur vom Gewand und von der Perücke her, sondern auch eben vom Darstellerischen. Getreu dem Motto, eure Gunst, unser Streben, haben sich die herrlichen Damen zu einem Fixpunkt in der internationalen Unterhaltungsbranche etabliert. Gerade in der heutigen Zeit freuen sich die Menschen, wenn sie am Abend ihren Alltag für ein paar Stunden vergessen können. Wir verwandeln uns in mehreren Rollen und das eben in unserer Show und versuchen die Leute zu begeistern, zu unterhalten und eben auch, dass der Funke überspringt aufs Publikum. Was ist denn das Schöne an der Travestie? Was macht Freude? Also ich finde das Verkleiden, dann wie sie sich herrichten, das ist wunderschön. Viel schöner als mit manch schöne Dame. Ihre Bewegungen sind ganz super. Was fällt mir noch, Gache? Ja, es ist einfach ein Erlebnis. Kann man sich was abschauen als Dame? Ja, eigentlich manchmal schon. Sind sie eigentlich ganz fest beieinander. Schauen auch die schönen Schuhe, das Geschminkte, die Frisuren. Also sie könnten jeden Tag auf den Ball gehen eigentlich, ja. Sind wir nicht das erste Mal in Dreiskirchen. Wir haben unser Stammpublikum, sagen wir mal, aufgebaut und die herrlichen Damen, das Unternehmen Herrliche Damen gibt es nun seit 33 Jahren und daher können wir ganz stolz sagen, dass wir es auch immer wieder haben, vor vollen Häusern zu spielen, Gott sei Dank, sehr viel sogar. Österreichs modernste und spektakulärste Travestiekünstler haben wieder einmal alle Register gezogen und eine völlig neue und verrückte und durchgestylte Show auf die Beine gestellt. Was ist denn Zart an euch? Zart, Zart geht ein bisschen in eine andere Richtung. Die Show heißt ja Punkt, Punkt, Zart. Die 2 Punkte stehen für Mozart. Das heißt, in dieser Show wird Mozart immer wieder vorkommen. Auch dann, wenn man ihn gar nicht erwartet. Es ist so ein bisschen eine Hommage an Mozart. Aber das Ganze nicht auf klassische Basis ausgedrückt, sondern wirklich bunt, ein bisschen schrill, farbenfroh und natürlich sehr unterhaltsam. Und schriller denn je, mit ausgefallener Musikauswahl, einzigartigen Kostümen und dazu passenden Kopfaufbauten sowie einem Federmeer in den schrillsten Farben. Können Sie noch jemanden überraschen? Überraschen, ja, unser Publikum ist immer wieder überrascht, weil wir lassen uns jedes Jahr was Neues einfallen und das ist natürlich, sag ich mal, unser großer Schwerpunkt, dass wir jedes Jahr ein komplett anderes Programm haben mit einem anderen Hintergrund, auch mit einem anderen Stil und das überrascht immer wieder.